Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gottes Liebe ist einzigartig. Er hat dich erschaffen und er kümmert sich um dich. Wir haben einen Vater im Himmel, der für seine Kinder sorgt und er sorgt auch für dich. Ja, er sorgt für dich. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zum Thema, er schenkt dir voll ein. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Er schenkt dir voll ein. Du sagst, was schenkt er mir ein? Das ist aus dem Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Er gibt dir die Fülle. Er salbt das Haupt mit Öl. Früher wurden Könige gesalbt. Er möchte dich salben und er möchte dir voll und überfließend geben. Bist du bereit dafür? Ist in deinem Gefäß überhaupt noch Platz oder ist alles voll mit so vielem von dieser Welt und so vielem von Alltag? Ist wirklich Platz? Er möchte dir voll einschenken. Und es heißt nicht, er gießt noch oben drauf und oben drüber, sondern er möchte eigentlich ein leeres Gefäß füllen und möchte dich füllen damit. Und sei wirklich ein Gefäß, das er füllen kann und sei auch bereit. Und er möchte dir geben im Überfluss. Und da rede ich nicht von Geld, sondern wirklich in allem, was du brauchst, auch an Liebe, an Geduld. Er möchte dir geben im Überfluss. Herr, danke, Herr, dass du voll einschenkst, Herr, voll und überfließend, dass du auch unser Haupt salbst, Herr, mit deinem Salböl. Ich danke dir dafür, Herr, dass das nicht was Altmodisches ist, sondern dass das genau richtig ist für diese Zeit, in der wir leben und wo wir das ganz, ganz besonders brauchen. Herr, in Dingen, wo die Welt nichts zu bieten hat, Herr, hast du die Fülle. Danke, Herr. Amen. Amen. Auf WhatsApp schreibt uns eine Frau um Gebetshilfe. Gestern hat mein Mann ein Einschreiben von seinem Chef bekommen, dass er knapp 2000 Euro für Kratzer von seinem Dienstwagen bezahlen soll. Jetzt soll ihm das in 5 Raten von seinem Gehalt abgezogen werden. Bitte betet, dass das nicht passiert. Ich brauche Weisheit für meine Arbeit bei den Kindern und in der Sprachgruppe. Ich kann das nicht von mir aus. Ja, Jesus, wir wollen dir dieses Ehepaar hinlegen und auch diese Situation, wo sie hineingeraten sind. Und ich danke dir, dass du das abwendest, dass du auch ein Helfer bist in solchen Situationen, wo wir einfach hineingeraten. Und ich danke dir, Jesus, dass du das abwendest, dass du da eine Lösung hast für dieses Problem mit dem Auto. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch darüber. Und auch für diese Frau, Jesus, dass sie bei den Kindern wirklich eine Perspektive hat, eine neue Aufgabe, eine neue Inspiration, Weisheit und all das, was sie braucht, Jesus. Und auch in dieser Sprachgruppe. Danke, dass du sie inspirierst, dass da wirklich etwas Wunderbares ist und entsteht. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch darüber und wir danken dir für deine Hilfe. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns seine Not. Ich bin krank und habe Angst, Corona zu haben. Bitte betet für mich. Ich fühle mich schwach. Auch wurde bei mir Diabetes festgestellt, was die Sache nicht besser macht. Und dass mein Glaube und meine Beziehung zu Jesus wächst und stark wird. Auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und auch seine Angst, Corona zu haben. Ich danke dir, dass du diese Angst wegnimmst und dass du ihm gute Gedanken gibst. Danke, Jesus, dass auch dieser Diabetes geheilt wird. Und ich danke dir, dass er wirklich seine Angst verliert, weil er auf dich blickt. Danke, Jesus, dass du seine Beziehung zu dir auch stärkst und wachsen lässt, gerade auch durch diese Situation, wo er jetzt durchgeht. Und ich danke dir, dass er dich erfährt als seinen Heiler. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom fließt und dass dein Wort bewirkt, wozu du es gesandt hast. Amen.
Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail schreibt uns eine besorgte Ehefrau. Ich bitte euch herzlichst, für meinen Mann zu beten. Er wurde am 6. Januar diesen Jahres an einem Halstumor operiert. Bösartig. Musste sich bisher 3 OPs unterziehen, Mandeln entfernt und Gewebeproben. Ab 8. März Bestrahlungen und Chemo. Da ich selbstständig bin und jeden Tag unterwegs, mache ich mir immens große Sorgen um meinen über alles geliebten Mann und unsere Zukunft. Ich verspüre Verlustängste und Existenzängste. Ich bitte euch von ganzem Herzen, für uns zu beten. Danke. Ja, ganz, ganz gerne. Ich kann reinfühlen, solche Verlustängste, solche Gedanken, Gebäude, Kopfkino, was ist, wenn und so weiter. Aber gerade in solchen Situationen dürfen wir zu unserem lebendigen Gott kommen. Herr, ich danke dir. Herr, du siehst jetzt diese große Not. Du siehst jetzt diese Ausweglosigkeit. Herr, du siehst diesen Tumor. Und Herr, wir gebieten diesem Tumor, dass er weicht, dass er vertrocknet, dass er verschwindet in Jesu Namen. Wir rufen Heilung aus über diesem Körper. Wir rufen gesundes Blut aus über diesem Körper und ganz normale Reaktionen und das alles, was Krankheit bedeutet, alle kranken Zellen verschwinden in Jesu Namen, dass jeglicher Wurzel für den Tumor die Grundlage entzogen ist. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist und durchströme du diesen Mann mit deinem heilenden Blut, das du am Kreuz auch für ihn vergossen hast. Ich danke dir dafür, für Heilung, für Rettung. Danke, Herr. Amen. Amen. Und aus der Schweiz kommt folgendes Gebetsanliegen. Hallo aus der Schweiz, danke, dass ihr für mich betet, dass Jesus mich berührt, mich von dieser MS befreit. Oh, das ist ein riesiger Wunsch von mir, damit ich wieder Kraft habe, belastbar bin, gesund und stark im Alltag bestehen kann. Seit Anfang Dezember arbeite ich wieder im Büro. Die ganze rechte Seite ist betroffen, sodass ich nur mit Mühe schreiben kann, sei es am Computer oder mit Stift. Außerdem bin ich noch ledig und wünsche mir einen lieben Mann, der mich wirklich liebt, und als kranke Frau ist das schwierig. Manchmal bin ich verzweifelt, aber ich weiß, dass Gott gut ist und er dieses Wunder tun kann und gemäß seinem Wort auch will. Seid herzlich gegrüßt und danke schon jetzt. Ja, es ist eine ganz, ganz gute Voraussetzung, dass du glaubst, dass Gott es tun kann. Und da nicht daran zweifelst. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung bei all dem, was so negativ um dich herum ist. Und wir wollen jetzt beten, dass Gott wirklich an dir das Wunder tut. Danke, Herr, dass du jetzt der Herr bist. Herr, du hast auch jegliche MS-Krankheit besiegt. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch wieder in die Seite, Herr, in die rechte Seite wieder ganz die ganze Normalität reinkommt, wieder das Ganze, die Feinmotorik und das ganze Gefühl, Herr, auch, dass man wieder schreiben kann. Und ich danke dir dafür, Herr, dass heute ein Wendepunkt ist in dieser Krankheit, Herr, dass es ab heute, Herr, wieder in Richtung gut geht, in Richtung sehr gut. Und ich danke dir dafür, dass du ihr auch ein wunderbarer Ehemann zur Seite stellst. Herr, genau der für sie auch vorgesehen ist. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass ihn finden. Und Herr, danke, Herr, lass sie voller Freude sein. Und Herr, danke, Herr, lass auch diese Freude auch mit Herr Dynamit sein für die Heilung. Ich danke dir dafür. Ehre sei dir. Amen. Amen. Gott erhört Gebet und das bezeugen viele Menschen.
Immer wieder bekommen wir Zeugnisse zugeschickt, fast jeden Tag. Und die Menschen schreiben uns, was sie mit Gott erlebt haben. Und eine Frau schreibt auf WhatsApp: Ich möchte gerne Zeugnis geben. Ich habe euch vor ein paar Monaten um Gebetsunterstützung gebeten. Meiner Firma ging es sehr schlecht. Ich stand kurz vor der Insolvenz. Mein Geschäftspartner wollte aufgeben und die Firma abmelden. Ich wäre auf einem Schuldenberg sitzen geblieben. Ich habe sehr viel gebetet, dass Gott eingreifen wird und es doch noch weitergeht. Alle Versuche, die Firma noch zu retten, waren vergeblich. Dann hat Gott eingegriffen und es kamen von so vielen Seiten Hilfe. Alte Kunden riefen mich an und machten mir tolle Angebote. Meine Familie hat mir geholfen und ich konnte neue Aufträge gewinnen. Und nun scheint die Krise überstanden. Ich bin unserem Herrn unsagbar dankbar und danke euch von Herzen für eure Gebete. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Sind unsere Umstände noch so groß, er ist größer. Liebe Grüße und danke an euer Team. Jesus ist unser Versorger und er lässt auch dich nicht im Stich. Ein weiteres Zeugnis erreichte uns über WhatsApp. Ganz herzlich danken wir euch für eure Gebetsunterstützung. Bei unserer Enkeltochter sind die breiten roten Streifen unter den Augen weg. Kein Arzt konnte helfen, aber Jesus hat geholfen. Wir sind ihm von Herzen dankbar. Ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch das MRT vom Kopf ist unauffällig. Wir waren im September 2019 mit euch in Israel. Da habt ihr für mich gebetet. Meine Tochter spricht wieder mit mir. Sie hat mich abgeholt und ich durfte 2 Wochen dableiben. Wir haben 12 Jahre nicht gesprochen. Danke, Herr Jesus. Wie wunderbar. Gott führt auch Familien wieder zusammen. Eine Mutter bat um eine Arbeitsstelle für ihren Sohn und sie schreibt: Gott tut Wunder. Und kein Gebet ist umsonst. Ihr habt mit mir um eine neue Arbeitsstelle für meinen Sohn gebetet. 2 Tage vor Weihnachten hat er die Zusage für einen Arbeitsplatz ab 1. Februar 2021 bekommen. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk und eine schnelle Gebetserhörung. Gott sei Dank und danke euch. Und das ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Ja, solche Weihnachtsgeschenke kann man das ganze Jahr bekommen. Da muss man nicht warten bis Weihnachten. Hast auch du so ein Geschenk von Gott erlebt? Hast du erlebt, wie er dich berührt oder eine andere Erfahrung? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Der Tipp des Tages: Du schenkst mir voll ein. Lass dir das mal wirklich auf der Zunge vergehen, aber überlege auch mal wirklich, ob er voll einschenken kann, ob wirklich Platz ist, in deinem Gefäß. Und wenn kein Platz drin ist, dann schaffe Platz, indem du alles rauswirfst. Und so viele werfen immer Dinge raus, und erleichtern sich, aber sie bieten der falschen Ressource eine Grundlage, wo Falsches dann reinkommt. Du bist der Wächter für dein Gefäß. Du bestimmst, was reinkommt, du bestimmst, was raus soll. Mach dir das wirklich klar und sei wirklich ein Gefäß, das Gott füllen kann. Schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja. Bald ist wieder Sonntag. Wir sehen uns, wenn du möchtest, über Livestream oder YouTube nächsten Sonntag um 10 Uhr. Und wenn du noch nicht unsere Hoffnung, die Ermutigung der Woche, Hoffnung um 12 bist du jetzt gerade, ich meine die Ermutigung der Woche, bekommst jeden Montag, dann lass es uns wissen. Die Ermutigung der Woche. Ganz unten auf der Webseite kannst du es anklicken. Du bekommst es jeden Montag kostenlos zugesandt. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.